Ja, ich freue mich sehr, im neu entstandenen, oder nicht neu entstanden, das Ayatollah München ist ja schon alt, aber in den neuen Räumen hier zum ersten Mal zu sein, ist für mich eine Einweihung. Für Sie ist es ja schon ein bisschen länger so. Und wir haben ein Thema gewählt, was sicherlich für uns alle ein Dauerbrenner ist. Alte Wunden heilen. Und ich habe den Titel ganz bewusst mit diesen drei Begriffen formuliert. Alte Wunden heilen. Also es geht um irgendetwas, was weh tut. Wunden, Schmerzen, Leiden. Und die mögen vielleicht vor 20 Jahren passiert sein, so entscheidende Wunden. Oder vor 15. Oder vor 10 oder vor 5 Jahren. Aber sie wirken heute noch. Deswegen das Wort alt, alte Wunden. Sie sind ja nicht so, dass sie geschehen, dann geht die Zeit weiter, die Situation ist ja längst vorbei, wir sind längst andere geworden und dennoch tragen wir diese alten Wunden mit uns herum. Aber auch das dritte Wort, heilen. Eine Hoffnung kann das wecken. Es gibt also nicht nur Wunden, es gibt nicht nur alte Wunden, sondern so die These des Buddhismus, man kann sie auch heilen. Und ich möchte heute Abend diese drei Begriffe etwas erläutern, die drei Aspekte, die da miteinander wirken. Was sind Wunden? Was sind Schmerzen? Wie entstehen Schmerzen? Wie funktioniert das Festhalten, sodass es alte Wunden überhaupt geben kann? Und wie funktioniert das Heilen? Immer jetzt im Kontext, wie der Buddhismus das erklärt. Und schon der erste Begriff Wunden, Schmerzen, ist ein sehr interessanter. Also wir wissen alle, wir spüren alle, es gibt Schmerzen, die sind durch körperliche Prozesse verursacht. Solange wir Zähne haben, gibt es Zahnschmerzen. Solange wir einen Kopf haben, gibt es Kopfschmerzen. Solange wir Ohren haben, können sie wehtun. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass es bestimmte Arten von Leiden gibt, die zum Leben gehören. Kein Unfall sind. Keine Störung von etwas, was normalerweise eigentlich anders wäre. Und wir alle kennen den Verlust von etwas, was wir gerne haben, oder von jemand, noch schlimmer, die oder den wir gerne haben. Wir alle kennen Zustände, Situationen, wo wir etwas, was wir gerne haben wollen, oder jemanden, den wir gerne haben wollen, nicht kriegen. Auch das ist Leiden. Und wir alle geraten immer wieder in Situationen, wo uns etwas begegnet, was wir nicht haben wollen. Es gibt also körperliche Schmerzen, es gibt emotionale Zustände, die wehtun. Und wie der Buddha in seiner allerersten Unterweisung nach seinem Erwachen, wie er schon in seiner allerersten Unterweisung gesagt hat, gehört das zum Leben. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Nicht zu bekommen, was wir möchten, zu verlieren, was wir gerne haben, zu bekommen, was wir nicht möchten, all das ist Leiden. Und das ist normal, dass das weh tut. Es ist normal, dass es geschieht. Das gehört zum Leben. Solange wir Beziehungen eingehen, hören die wieder auf. Also können sie zumindest aufhören. Zumindest dann, wenn wir sterben oder die andere Person stirbt. Und der Buddha hat in seiner ersten Unterweisung beschrieben, was es an existenziellem Leiden im Leben gibt. Leiden der körperlichen Art, Leiden auf der emotionalen, auf der geistigen Ebene. Und diese Leiden sind normal, die gehören zum Leben. Und es ist auch normal, dass es weh tut. Der Buddha hat nicht gesagt, wer daran leidet, ist blöd, sondern er hat gesagt, das ist Leiden. Das tut weh. Es ist normal, dass das weh tut, wenn man noch nicht aus dem Schlaf der Unwissenheit erwacht ist.
Und er hat in dieser Unterweisung auch Empfehlungen gegeben, wie wir geschickt mit dem Leiden, was zum Leben gehört, umgehen können. Und die Aufgabe, die er mit der ersten Wahrheit in Verbindung bringt, ist, hört sich nicht so nett an, ist annehmen. Akzeptieren, dass diese Leiden zum Leben gehören. Und jedes Mal, wenn wir Zahnschmerzen kriegen und denken, warum kriege ich jetzt Zahnschmerzen? Das ist doch unmöglich. Ich habe mir doch immer die Zähne geputzt und ich esse keinen Zucker und warum kriege ich Zahnschmerzen? Wenn wir so denken, in dem Moment wehren wir uns gegen ein Leiden, was zum Leben gehört und erzeugen damit zusätzliches Leiden. Und in den allermeisten Fällen ist dieses zusätzliche Leid unendlich viel größer und schmerzhafter als das, was wir erstmal unmittelbar erfahren. Und so wäre das die erste Empfehlung, die der Buddha gibt im Umgang mit Leiden. Annehmen, dass bestimmte Leiden zum Leben gehören. Und da gibt es wunderbare Meditationen, dass man sich mal Gedanken darüber macht, kenne ich irgendjemand, der noch nie krank war? Kenne ich irgendjemand, der oder die noch nie jemand verloren hat, den sie gerne hatten? Das heißt, wir versuchen uns in Kontemplationen, in geführten Übungen, in Betrachtungen darüber klar zu werden, dass das zum Leben gehört. Wir können auch mal eine Liste machen, alle Verluste, die ich in diesem Leben erfahren habe. Alle Trennungen, die ich erlebt habe, oder zumindest die großen, oder große Situationen in meinem Leben, wo ich das nicht bekommen habe, was ich wollte, oder wo ich bekommen habe, was ich nicht wollte, wo ich krank war. Und dann auszuweiten, den anderen geht es genauso. Alle leiden an diesem oder jenem. Und die zweite Frage wäre dann, wie bin ich damit umgegangen? Wie gehe ich um mit mir, wenn ich leide? Wenn ich Zahnschmerzen habe? Wenn die Person, mit der ich die letzten Jahre das Leben verbracht habe, plötzlich das Gefühl hat, sie möchte nicht mehr mit mir zusammen den Weg weitergehen, welchen auch immer, sondern es gibt auch andere Mütter, die schöne Söhne oder Töchter haben. Wie gehe ich damit um, mit einer Trennung? Und da können wir ganz viel schon über uns erfahren. Nämlich über unsere Reaktionsweisen, über unsere emotionalen Muster im Umgang mit Leiden. Und da gibt es auch eine große Bandbreite. Wir können dramatisieren, aus einer Mücke einen Elefanten machen, in Rage geraten. Wir können wütend werden, nach Schuldigen suchen. Wir können depressiv werden, niedergeschlagen werden, die Schuld bei uns suchen, uns verurteilen, uns schlecht machen. Wir können uns in Arbeit stürzen und irgendetwas Wichtiges zum Wohl der Welt tun oder auch nur um Geld zu verdienen. Wir können uns ablenken. Wir können uns kluge Gedanken machen, warum das alles überhaupt kein Problem ist. Aber wenn wir das vor dem ersten Schritt tun, diese klugen Gedanken zum Beispiel, bevor wir das Leiden angenommen haben als einen integralen Bestandteil normalen, unerleuchteten Lebens, geraten wir, wie die deutsche Sprache so schön sagt, in Teufelsküche. Dann wird alles nur noch schlimmer. Und daher der allgemeine Ratschlag des Buddha, wann immer wir Leiden erleben, körperliches Leiden, emotionales Leiden, wenn wir uns unter Stress stehen, also jede Art von Leiden, von den kleinsten Irritationen bis zu den großen existenziellen Krisen im Leben, wann immer wir Leiden erleben, ist die erste Empfehlung, spür dieses Leiden. Nimm es an, lauf nicht weg, denn das hilft nicht. Weglaufen hilft nicht, verdrängen hilft nicht, wegerklären hilft nicht, Schuldzuweisungen helfen nicht, nicht mal wegmeditieren hilft. Obwohl das für eine gewisse Zeit, wenn wir Konzentration entwickelt haben, geht. Das ist auch das Wunderbare an Konzentration, dass wir für die Zeit,
in der wir uns konzentrieren können, unser Leiden nicht spüren. Aber das ist auch die Sackgasse von Konzentration, wenn wir nicht zusätzlich Einsicht entwickeln. Dass wir dann diese wunderbaren Phasen haben, vorausgesetzt, wir können uns konzentrieren, eine halbe Stunde Ruhe und Frieden spüren, aus der Meditation auftauchen und wieder in den Keller fallen oder außer uns geraten, wütend werden, traurig werden, wieder hektisch werden und so weiter. Ja, die erste Empfehlung, Leiden wahrnehmen. Die zweite Empfehlung, die Reaktionsweisen beobachten. Wie reagiere ich auf Leiden? Wie gehe ich damit um? Und dann die Frage, hilft das? Reduziert mein Umgehen mit Leiden, Drama, Schuldzuweisung und Depression, reduziert das das Leiden? Ablenkung, arbeiten gehen? Reduziert das das Leiden? Führt das zum gewünschten Erfolg? Oder verstärkt das das Leiden? Und unser aller Erfahrung, wenn wir uns einem bestimmten Leiden nicht stellen, verdrängen, wegschieben, drüber hinweggehen, wegrationalisieren, nach außen verlagern, Schuldzuweisungen machen, ein Jahr später der gleiche Konflikt und seltsamerweise wird dann der Schmerz noch größer, weil nämlich der alte unverarbeitete Schmerz aktiviert wird. Und wenn wir das ganze Leben so machen, festhalten, alte Wunden, wundern wir uns, warum schon kleine Irritationen uns immer irritierter machen, immer mehr Schmerzen entstehen. Es gibt dann eine andere Reaktionsweise, die haben wir auch alle probiert. Na gut, Leiden tut weh, also mache ich zu. Ich habe keine Probleme. Nein, es macht mir überhaupt nichts aus. Das ist kein Problem. Ich habe das alles verarbeitet. Und plötzlich wird das Leben ganz schal. Es ist nicht mehr intensiv. Wir merken plötzlich, dass wir mit dem Abschneiden der Gefühle, dem Schmerz gegenüber, leider auch die Fähigkeit, uns zu freuen, beeinträchtigen. Haben wir sicher alle ausprobiert, zumachen, sich verschließen, Mauern bauen. Das funktioniert eine Weile und wir spüren auch den Schmerz nicht mehr so sehr, sonst würden wir es nicht machen. Aber leider schneiden wir uns damit auch sehr große, schöne Gefühle ab. Einfühlungsvermögen, Zuwendung, Zuneigung, Freude an kleinen Dingen, Lebendigkeit, Kreativität, alles ist plötzlich abgeschnitten oder sehr reduziert nur da. Und das können wir entdecken, wenn wir uns fragen, wie gehe ich mit meinem Leiden um? Es ist auch sehr aufschlussreich, in dem Kontext sich mal den eigenen Bekanntenkreis anzugucken. Die Menschen, mit denen wir unser Leben teilen, die sozusagen zu unserem engeren Mandala gehören, sagen die Buddhisten, zu unserem Kreis. Mal zu gucken, wie gehen eigentlich die mit ihren Problemen um? Wie gehen die Menschen, mit denen ich eng zusammen bin, mit ihrem Leiden um, mit ihren Schmerzen? Das ist ganz interessant, was wir dabei entdecken. Häufig sind die Menschen, die uns umgeben, ähnlich strukturiert. Die gehen genauso um wie wir, diskutieren die Probleme weg oder dramatisieren sie oder lenken ab oder machen Schuldzuweisungen. Denn dadurch fühlen wir uns bestärkt, dass unsere Art des Umgangs natürlich richtig ist. Das ist ja normal, nicht? Das machen doch die anderen auch so. Manchmal auch geschieht es, dass die Reaktionsweisen naher Menschen um uns herum genau das Gegenteil sind. Also die haben die gegenteilige Reaktion. Das kann auch passieren. Dann ärgern wir uns immer über sie, weil die so cool sind oder so dramatisch oder so unintellektuell oder so furchtbar intellektuell, je nachdem, wie sich das verhält zu unserem eigenen Stil. Also die erste Empfehlung, wenn Leiden auftaucht, wahrnehmen. Zweite Empfehlung, wie gehen wir damit um? Dritte Frage, führt das zum gewünschten Erfolg, was wir machen? Und es ist schon ganz viel gewonnen, wenn wir ein realistisches Bild bekommen, was wir eigentlich anstellen mit unserem Leben, wie wir eigentlich mit Wunden, mit Schmerzen, mit Leiden umgehen. Und ganz nüchtern, es ist sehr ernüchternd, manchmal sehen,
Ich mache das zwar und ich mache das seit 25 Jahren und alle um mich herum machen das auch so, aber es funktioniert nicht. Es bringt nicht den gewünschten Erfolg. Da weisen die buddhistischen Lehren immer wieder darauf hin. Einsicht hilft ganz viel. Nicht nur die große Einsicht in die letztendliche Ebene von Wirklichkeit. Schon die Einsicht in unser normales Verhalten, unser eingefahrenes, eingeschliffenes Verhalten, das bringt schon ganz, ganz viel. Wenn wir ganz leidenschaftslos und nüchtern sehen können, aha, so gehe ich also um mit mir. So gehe ich mit meinen Schmerzen um. Aber es bringt irgendwie nicht viel. Dann ist auch eine Bereitschaft da, mal etwas anderes auszuprobieren. Und die brauchen wir. Sonst haben wir gar nicht den Mut, uns aus unseren eingefahrenen Strukturen herauszubewegen. Denn das ist halt auch das Hilfreiche an eingefahrenen Strukturen. Sie geben zumindest eine gewisse Sicherheit. Ja, ich habe das letztes Jahr schon gemacht und ich habe das vor 20 Jahren schon so gemacht. Das ist doch irgendwie normal und alle anderen machen das auch. Das gibt eine gewisse Identität. Ja, Charakter. Ja, ich bin eben so. Kann man nichts machen. Das ist der Mond im Skorpion oder wie auch immer unser Erklärungssystem ist. Und da gibt es viele inzwischen. Und das Gute an diesen Erklärungssystemen ist, dass sie manchmal Situationen sehr gut beschreiben können. Und das Schlechte daran ist unser Umgang damit, dass wir es benutzen als Rechtfertigung, in unseren eingefahrenen Strukturen zu bleiben. Das ist der Nachteil. Vor allen Dingen von sehr kohärenten Systemen, so in sich völlig stimmig und schlüssigen Systemen, die bestärken uns häufig darin, dass wir bei unserem eingefahrenen Trott bleiben. Weiter zur Einsicht. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir leiden? Oder wie der Buddha das formuliert, was ist die Ursache von Leiden? Wobei, so wie ich das verstehe in den Lehren, es nicht so gemeint ist, aha, das ist das Problem und das ist die eine und einzige monokausale Ursache dafür. Das klingt ein bisschen so, vor allen Dingen, wenn wir das im Singular hören, was ist die Ursache für Leiden? So funktioniert das nicht. Das Leben ist viel zu komplex. Es gibt nicht eine Ursache für ein Problem. Was in den buddhistischen Lehren eher untersucht wird, ist das bedingte Entstehen, das Zusammenwirken ganz vieler Faktoren, die sich dann in einer bestimmten Weise in angenehmen oder unangenehmen Gefühlen äußern. Aber dennoch werden sozusagen zwei Richtungen, zwei Stränge beschrieben und zwei Begriffe hören wir da immer wieder in den Lehren. Unwissenheit und Festhalten oder Verlangen. Oder manchmal wird es Wünschen genannt oder Begehren. Und denke, oh Gott. Also Unwissenheit kann man ja noch verstehen und auch noch akzeptieren. Dass wir nicht alles wissen, das ist, glaube ich, akzeptabel. Aber Begehren, soll man nichts mehr wollen? Soll man nichts mehr haben dürfen? Soll man keine Wünsche mehr haben dürfen? Und manchmal kommt es so an, vor allen Dingen, wenn unser Boden sehr streng, asketisch, protestantisch, lustfeindlich, körperfeindlich, menschfeindlich, leibfeindlich, frauenfeindlich und dergleichen ist, dann kommt es manchmal so an, wenn der Boden so ist. Die Buddhisten sagen das auch. Begehren ist die Ursache von Leiden, der Trieb ist die Ursache von Leiden und jetzt muss ich auf die Triebversiegung hinarbeiten. Das ist eine der Übersetzungen für Tanha oder Durst oder Begehren im Buddhismus. Triebversiegung. Triebversiegung. Das hat Nyanaponika, glaube ich, so geprägt. Ich habe es zum ersten Mal gelesen und ich dachte, mit dieser Religion will ich nichts zu tun haben. Aber es gibt andere Arten, darüber zu sprechen, die uns helfen, das, was wir machen, besser zu verstehen. Und ich möchte jetzt einfach eine Art vorstellen. Es gibt viele Arten, das zu erklären und es gibt sehr komplexe, differenzierte Arten, das zu erklären. Aber so wie ich das verstehe, es ist sinnvoller am Anfang, einfachere Erklärungen zu geben, die wir dann mit der Zeit, wenn wir verstanden haben, um was es geht, wenn wir eine Ahnung haben, um welches Problem es geht, die wir dann verfeinern können, wenn wir die Verfeinerung brauchen. Und die Erklärungen, die da gegeben werden für die Ursachen von Leiden, ist Unwissenheit in dem Sinne, dass wir, das sind einfach vier Ebenen, erstens
oder drei Ebenen erstmal. Erstens sind wir unwissend im Hinblick auf unsere Möglichkeiten. Wir haben keine Ahnung von unserer Buddha-Natur. Wir haben keine Ahnung, dass wir jetzt in diesem Moment, 8.27 Uhr, am 8. Mai, großes Datum, am 8. Mai 1996, hier, die wir hier sitzen, und alle um uns herum, jetzt in diesem Augenblick, alle, alles in uns tragen, um alles zu verstehen und alles zu lieben. Wir haben jetzt in diesem Augenblick alles in uns, was wir brauchen, um geschickt, angemessen, kreativ mit dem umzugehen, was ist. Leider, leider, leider ist das alles verdeckt von Vorstellungen, Meinungen, Gewohnheiten, Konditionierungen, emotionalen Mustern, eingefahrenem Verhalten. Und dann hat diese Buddha-Natur überhaupt keine Chance, diese innere Weisheit, die in unserem Herzen wohnt, wie es so schön heißt, das Juwel im Lotus unseres Herzens. Diese innere Weisheit, die Buddha-Natur hat keine Chance, uns zu helfen, weil sie gar nicht zum Sprechen kommt. Sie wird zugeschrien von unseren Meinungen, von unseren Gedanken, von unseren Vorstellungen. Das ist die tiefste Art von Unwissenheit. Dass wir das, was in uns an Intelligenz, an Intuition, an Weisheit, an Kraft, an Liebe existiert, jetzt in diesem Augenblick, dass wir es gar nicht hören und dass wir gar nichts davon wissen. Gut, wenn wir ein paar buddhistische Kurse besucht haben, dann haben wir gehört, alle Lebewesen haben Buddha-Natur. Gut, in Ordnung, ja. Aber was das wirklich heißt, das wissen wir nicht. Und es reicht auch nicht, sozusagen überzeugt zu sein, ein gültiges Konzept zu haben darüber. Jawohl, der Buddha hat gesagt und alle Lamas sagen das und alle Roshis und alle Mönche und Nonnen und alle, die Ahnung vom Buddhismus haben, sagen, alle Wesen haben Buddha-Natur. Gut, das glaube ich jetzt auch. Das ist zwar besser, als zu denken, ich bin nur eine biochemische Maschine oder ich bin ein Affe mit Tischsitten oder sowas. Also das ist hilfreicher, die Theorie, aber es reicht nicht. Was es braucht, ist eine Erfahrung, eine Ahnung von dieser Buddha-Natur. Und bislang alle Menschen, die ich getroffen habe, haben solche Erfahrungen gehabt. Alle. Alle von uns kennen Momente, ganz kleine Momente. Sekunden, Sternstunden, Sternminuten, Sternsekunden. Wo wir für ganz kurze Zeit plötzlich da sind. In einer Bewegung, vielleicht beim Qigong oder beim Singen oder wenn der Frühling anfängt, ist es sehr leicht, in solche Momente reinzukommen, in solche Zustände, dass wir plötzlich für eine Sekunde da sind und wach sind und es ist völlig egal, wie alt wir sind und wie groß wir sind und wie schwer wir sind und wen wir kennen und wen wir nicht kennen und wen wir verloren haben oder nicht gekriegt haben. Für Momente spielt das alles keine Rolle, die Welt ist in Ordnung, wir sind wach. Wir sind lebendig, wir sind da. Solche Momente kennen wir alle. Das sind Hinweise auf diese innere Weisheit, auf die Intuition, auf die Fähigkeit, gegenwärtig zu sein. Und die gilt es zu schätzen, wert zu schätzen, ernst zu nehmen und zu nähren. Das ist eine Art von Übung, die wir alle machen können, ab sofort, dass wir solche Momente erinnern, und das können wir nachher als Übung machen, solche Momente erinnern und dann mal schauen, welche Bedingungen innen und außen, in uns, in der Außenwelt, diese Momente unterstützen, diese Erfahrungen fördern. Und dann ist es unsere Verantwortung, das von unserer Seite her zu tun oder ganz oft zu lassen, was solche Momente unterstützt. Und ich empfehle vielen Menschen, die wenig Zugang zu Glück haben, zu Freude haben, das als tägliche Übung. Das als tägliche Übung jeden Tag vor, in der Mitte, am Ende, sonstiger Übungen, die sie als tägliche Übung durchführen, zu machen. Oder das ins Zentrum der täglichen Übung zu stellen. Jeden Tag, bis wir ein Vertrauen gewinnen,
dass diese Fähigkeit da ist. Und wir erleben sie ja immer wieder. Und das kann unser Vertrauen nähren. Okay, der Natur ist da. Das war jetzt aber erst die erste Ebene von Unwissenheit. Dass wir diesen Schatz im Herzen nicht kennen. Und auch die westliche Märchenliteratur ist voll von Bildern vom Schatz, der im eigenen Haus, in der alten Hütte am Waldrand unter dem Boden verborgen ist, und die Leute ziehen dann aus um die ganze Welt und versuchen Schätze zu heben und wissen nicht, dass im eigenen Haus der Schatz ist. Also das Wissen ist auch im Westen da, in unserer Literatur, in unseren Märchen. Der Schatz im eigenen Herzen. Die zweite Art von Unwissenheit resultiert, oder die zweite Ebene von Unwissenheit resultiert aus diesem Nichtwissen, aus diesem Nichtspüren von Buddha Natur. Und das sind die Vorstellungen, die wir uns machen. Und da benutzen wir jetzt eine Fähigkeit, die wir alle haben, als Menschen, insbesondere jetzt als Menschen, auch an diesem Beispiel will ich das erläutern, nämlich die Fähigkeit zu abstrahieren. Ist ja wunderbar. Wir können zählen, wir können aus drei Informationen ein Bild uns gestalten, eine Gestalt herstellen. Wir sehen eine Person 10 Minuten. Wir hören die Stimme, wir hören ein paar Sätze, wir sehen Form und Farbe und schon bauen wir uns ein Bild. Das ist eine Fähigkeit, die ist sehr wertvoll. Sie erlaubt uns nämlich, wieder Bezug zu nehmen auf diese Person, wenn wir sie zum zweiten Mal sehen. Oder zu zählen ist hilfreich. Zu wissen, wie viele Leute kommen, wie viele Kissen brauchen wir, ist wunderbar. Abstraktionsvermögen, die Fähigkeit, aus wenigen Informationen ein Gesamtbild zu konstruieren, ist sehr wertvoll. Solange wir wissen, dass wir das machen. In dem Moment, wo ich diesen Prozess nicht mehr merke und denke, ja, du bist doch so, wie ich mir das aus diesen 5 Informationen zurechtgebaut habe. Aber dieser Arbeitsablauf ist doch so, nachdem ich mir aus 5 oder 6 Beobachtungen ein Modell konstruiert habe, ein Konzept, wie dieser Ablauf zu sein hat. In dem Moment, wo wir das vergessen, dass wir uns Vorstellungen machen mit dieser Fähigkeit zur Abstraktion, geraten wir wieder in Teufelsküche. Denn dann geschieht das ganz Schwierige, dass wir mit Vorstellungen herumlaufen über uns, was ich können sollen muss, was ich eigentlich sein sollte, über andere, über Situationen, über Abläufe, wie diese Renovierung vonstatten zu gehen hat, wie der TÜV meines Wagens auszusehen hat, wie die Fahrt von zu Hause zum Arbeitsplatz auszusehen hat. Da kommen keine Straßenbahnen vor, die eine elektrische Störung haben, da kommen keine Staus drin vor, da kommen keine irgendwelchen Geschichten drin vor, die unser Konzept, das hat so zu laufen, stören dürfen. Also, wir laufen dann rum, zweite Ebene von Unwissenheit, mit Vorstellungen. Haben aber vergessen, dass das Vorstellungen sind. Denken, die Wirklichkeit sei so. Und dann kommt die dritte Ebene von Unwissenheit. Dann ist nämlich die Realität einfach so, wie sie ist. Die Straßenbahn hat einen elektrischen Schaden, der Zug hat Verspätung, die Chefin ist schlecht gelaunt, der Chef gibt dann zu viel Arbeit, die Dharma-Geschwister sind unzuverlässig oder wollen zu viel, was auch immer, die Kinder sind anders, sie ziehen sich nicht aus, wenn wir sagen, sie sollen jetzt ins Bett gehen, was auch immer. Die Realität ist einfach so, wie sie ist. Ist ja offensichtlich, wie sie ist. Aber sie passt nicht zu unseren Vorstellungen. Dann werden wir sauer. Dann kommt das, was sie den Schleier der aufgeregten Emotionen nennen. Dann spulen wir es nämlich auf. Dann echauffieren wir uns, um Kraft zu haben, und halten an diesen Vorstellungen fest. Das ist das Festhalten. Das soll aber so sein. Ich will aber, dass das so ist. Warum bist du so anders? Gestern warst du aber so. Warum schaffe ich das heute nicht? Gestern war ich doch so gut in Form. Und gestern habe ich doch gedacht, ich kann das in 3 Stunden fertig kriegen. Ja. Wenn wir mit einem etwas entspannten Geist die Situation angucken, ist sie einfach. Ich bin heute einfach in einer anderen Form. Die Situation ist einfach so, wie sie ist. Und jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand
würde eigentlich dem Ratschlag des Buddha folgen, der da sagt, ja, wenn Enttäuschungen auftreten, hast du dich halt getäuscht. Dann ändere deine Vorstellungen. Dann bist du wieder im Einklang mit der Wirklichkeit. Aber was machen wir? Ansprüche erhöhen, Daumenschrauben anziehen, Druck erhöhen, festhalten. Das soll aber so sein. Ich will jetzt aber nicht, dass der Zug Verspätung hat. Wir regen uns auf und das sind dann die Muster, die wir beobachten können, wie wir mit unangenehmen Gefühlen umgehen. Das sind verschiedene Varianten und die Buddhisten haben wunderbare Listen. Drei Reaktionsweisen. Dagegen kämpfen, nach außen gehen, festhalten, ignorieren, nicht hingucken, nicht wahrhaben wollen, neidisch werden, arrogant werden, Schuldzuweisungen machen. Es gibt also Listen von 3 Reaktionsweisen, 5 Reaktionsweisen, 6 Reaktionsweisen, 20 Reaktionsweisen und eine Liste führt 84.000 verschiedene Reaktionsweisen auf unangenehme und auch angenehme Gefühle auf. Und es heißt dann in der Bildersprache, und die 84.000 Lehren dienen dazu, diese 84.000 von unangemessenen, unrealistischen Reaktionsweisen aufzulösen. Ja, also, die Ursachen von Leiden. Wir spüren unsere Buddha-Natur nicht. Wir machen uns stattdessen Vorstellungen über die Welt, über uns, über Situationen. Vergessen aber, dass das Vorstellungen sind. Und dann halten wir auch noch dran fest. Fest, ganz fest. Ich meine, Vorstellungen sind nicht so schlimm, wenn ich nicht dran festhalte. Ich kann mir alle möglichen Vorstellungen machen. Gut, ich möchte gern um 14.38 Uhr in München ankommen mit dem Zug. Wenn es so ist, ist es schön. Ich weiß aber, es ist eine Vorstellung. Und wenn ich halt um 15.13 Uhr erst ankomme, weil ein Lokschaden war, dann ist das auch in Ordnung. Vorstellungen sind nicht schlimm. Sind kein Problem. Wenn ich weiß, es sind Vorstellungen. Und wenn ich nicht daran festhalte. Und das ist jetzt das Festhalten, was diese alten Wunden macht. Ich halte fest, es soll so sein. Obwohl die Realität so eindeutig anders ist. Die Realität ist, wie sie ist. Um dieses Schlagwort noch ein bisschen zu strapazieren. Die Wirklichkeit ist immer so, wie sie ist. Menschen haben Fehler, sie haben Stärken, sie haben Schwächen. Situationen sind komplex, 1000 Faktoren wirken immer mit. Und ich kann immer nur ein paar überschauen und bastele mir aus diesen paar Faktoren, die ich wahrnehmen kann, die ich überhaupt mitkriege, ein Bild und wundere mich dann, dass meine Arbeitshypothesen nicht immer zur Realität passen. Und da ist die Empfehlung des Buddha, wann immer wir enttäuscht sind, also wenn die Täuschungen auffliegen, weil die Wirklichkeit ist, wie sie ist, dass wir dann die Täuschungen hinter der Enttäuschung angucken. Das heißt, die falsche Vorstellung versuchen zu finden, die wir gerade mal in dieser Situation hatten. Zum Beispiel meine Vorstellung, alle Leute verhalten sich so, wie ich denke, dass sie sich verhalten sollten. Wenn meine Auffassung von Disziplin, Ordnung, Kreativität, Geschmack so sind, dann erwarte ich, dass alle um mich herum diese Meinung teilen. Ist doch klar, ist doch normal, ist doch objektiv, nicht? Also, wann immer wir enttäuscht sind, ist der Ratschlag, suche die Täuschung hinter der Enttäuschung und lass die Täuschung los. Also merke deine Täuschung, registriere deine falsche Vorstellung und wenn du sie registriert hast, dann lass sie los. Das ist die Empfehlung zur zweiten edlen Wahrheit, zur Ursache von Leiden. Also wann immer die Ursachen von Leiden aufsteigen, wann die erscheinen, wann die manifest werden, nämlich falsche Vorstellungen und das Festhalten daran, dann ist der Ratschlag des Buddha, lass sie los, erkenn sie und lass sie los. Und dann erleben wir die dritte edle Wahrheit. Das ist das Heilen der Wunden.
dann erleben wir Momente von Freiheit. Und das ist jetzt nicht gemeint, dass wir einmal eine falsche Vorstellung registrieren und mit Mühe und Not versuchen, sie loszulassen. Und jetzt von uns erwarten, dass wir die immer und ewig loslassen können. Das ist schon wieder eine falsche Vorstellung, die unsere Lebensrealität nicht in Betracht zieht. Die Empfehlung ist, lass erstmal ein bisschen los. Lass so lange los, wie du loslassen kannst. Und wenn du eine Sekunde falsche Vorstellungen und das Festhalten daran loslassen kannst, dann erfährst du eine Sekunde Freiheit. Und in dieser einen Sekunde heilt etwas. Denn diese Erfahrungen von Loslassen, die sind angenehm, wohltuend, da entsteht Raum. Und Raum heilt, weil ich ja nicht so verspannt bin. Ja, und dann gibt es noch den vierten Aspekt. Also wenn wir Leiden wahrnehmen, die Ursachen von Leiden, falsche Vorstellungen, erkennen und unser Festhalten daran loslassen, erfahren wir die dritte edle Wahrheit, das Aufhören von Leiden und es erstmal wirklich punktuell, sekundenweise, splitsekundenweise. Aber wir können das, unsere Sternstunden weisen darauf hin. Aber damit das sozusagen zu unserer Lebenswirklichkeit wird, gibt es den Weg, den edlen, achtfachen Grad, den Weg zur Heilung. Den werde ich heute nicht im Einzelnen erläutern, weil das ein bisschen viel ist. Ich möchte jetzt noch beleuchten, wie dieses Festhalten sich umsetzt in Gewohnheiten. Das ist nämlich ganz spannend. Da können wir viel daraus lernen. Denn wir haben ja nur diese alten Wunden, weil wir festhalten. Aber wie halten wir fest? Da gibt es in den Karma-Lehren wunderbare Beschreibungen von diesen Prozessen. Und da wird gesagt, sie sagen da immer, jede Handlung hat Folgen. Alles, was wir tun, hat eine Folge. Solange wir nicht erleuchtet sind, solange wir festhalten an Vorstellungen, hat alles, was wir tun, Folgen. Wenn wir nicht mehr festhalten an Vorstellungen, wenn wir wissen, dass wir uns Vorstellungen machen, einfach so, Arbeitshypothesen. Auch Buddhas müssen einen Stadtplan lesen können, also müssen sich auch Vorstellungen machen. Und es ist gut, wenn Buddhas zählen können, dann können sie auch für eine große Gruppe von Leuten einkaufen und kochen. Also Vorstellungen haben ist in Ordnung, aber wissen, dass wir uns Vorstellungen machen und nicht daran festhalten. Dann schaffen wir kein Karma. Aber wenn wir uns Vorstellungen machen, die Vorstellung mit der Wirklichkeit verwechseln und daran festhalten, dann machen wir Karma. Dann entsteht Karma. Also Spuren in unserem Verhalten oder in unserer Psyche. Schwer, die Worte zu finden, die dazu passen. In dem Lehren zu Karma werden 4 Folgen jeder Handlung beschrieben. Auf 2 gehe ich ein, weil wir die alle im Alltag nachvollziehen können. Angenommen, ich esse gerne. Und dann glaube ich, dass das Glück in dieser Nudelsuppe ist oder in dieser Pizza oder in diesem wunderbaren Salat oder in dieser biodynamischen Kreation, in dieser Quiche oder sowas. Also ich glaube, das Glück sitzt in der Quiche und ich muss jetzt mir die Quiche einverleiben, damit ich glücklich werde. Das ist schon mal eine falsche Sichtweise, denn das Glück sitzt nicht in der Quiche, sondern in meiner Fähigkeit, mich über die Quiche zu freuen. Wenn ich nämlich keine Quiche mag und keinen Hunger habe, können wunderbare Quiches da stehen. Erzeugt überhaupt kein Glück. Gut, also ich glaube an das Glück in der Quiche und esse. Und erfahre ein angenehmes Gefühl, weil ich Quiche mag und weil ich gerade Hunger habe. Aber ich glaube, das Glück kommt aus der Quiche. Dann esse ich ein Stück. Angenehme Gefühle. 2 Stück, angenehme Gefühle. 3 Stück, also angenehm ist es eigentlich nicht mehr so sehr, aber da ich ja glaube, das Glück kommt aus der Quiche und springt in mich rein, esse ich noch ein 3. Stück. Und wenn ich besonders gefräßig bin, noch ein 4. Stück. Ja, und dann schaffe ich damit eine Gewohnheit. Nämlich die Neigung,
immer wenn ich Kisch sehe. Kisch essen zu wollen. Und, das ist die eine Folge vom Karma, was immer ich tue, prägt die Gewohnheit, das wieder zu tun. Das ist eine wunderbare Fähigkeit, weil sie zum Beispiel Lernen erleichtert. Also wenn wir das geschickt nutzen, ist das wunderbar. Aber wenn wir sozusagen falsch denken und glauben, das Glück kommt von außen oder das Unglück kommt von außen, dann wird es ein bisschen kompliziert. Also, ich esse ein bestimmtes Mahl, was ich sehr besetze und schaffe damit die Neigung, das wieder zu essen. Und wenn ich anfange, immer ein Stück Kisch zu viel zu essen, dann schaffe ich damit die Neigung, ein Stück Kisch zu viel zu essen. Eine meiner Dharma-Freundinnen hat das mal so formuliert: Je mehr du etwas tust, desto mehr tust du es. Es ist ganz simpel, das ist das Prinzip von Karma. Es funktioniert so und es funktioniert so. Also, heilsame Neigung funktioniert genauso. Wenn ich regelmäßig meditiere, schaffe ich damit eine Neigung, regelmäßig zu meditieren. Ich schaffe sie nicht, indem ich darüber nachdenke. Ja, meditieren ist gut. Wirklich. Ist gut. Es nützt nicht so viel. Es ist besser, als zu denken, meditieren ist schlecht. Aber was die Neigung fördert, wieder zu meditieren, ist es zu tun. Deswegen hat Lama Yeshe immer gesagt, you must act. You must act. Wir müssen umsetzen, wir müssen handeln. Das ist aber erst die eine Hälfte vom Karma. Die andere Hälfte ist die, wenn ich die Neigung schaffe oder wenn ich ein Stück Kisch zu viel esse, schaffe ich damit sozusagen eine Bereitschaft, diese Erfahrung in meiner Umgebung immer wieder zu machen. Das heißt, wenn ich durch die Stadt laufe, werde ich immer die Restaurants sehen, die Kischs haben. Wir nennen das dann selektive Wahrnehmung in unserer Art zu reden. Im Buddhismus nennen sie es, das ist die Folge einer Handlung im Bereich der Erfahrung. Und das andere ist die Folge des Handelns im Bereich der Neigung. Das heißt, je mehr du etwas tust, desto mehr tust du es, das ist die Neigung. Und je mehr du etwas tust, desto mehr wirst du in deiner Umgebung immer wieder die Situationen auch wahrnehmen, die das unterstützen. Das Gleiche ist, wenn ich anfange, regelmäßig zu meditieren, fällt mir plötzlich auf, dass X meditiert und Y meditiert und hier ist ein Buch über Meditation und da ist ein Plakat über Meditation. Plötzlich manifestiert sich in meiner Umgebung Meditation. Meditatives Leben. Warum? Weil ich in mir eine Neigung erzeugt habe, das zu tun und die Wahrnehmung geschärft wird für diesen Bereich. Tja, alte Wunden heilen. Wenn wir leiden und in einer bestimmten Art und Weise auf dieses Leiden reagieren, mit Abwehr, mit Verdrängen, mit Ablenken, mit Wegrationalisieren, mit Wegmeditieren, dann schaffen wir die Neigung, das wiederzumachen. Und wiederzumachen und wiederzumachen. Und dann ist es plötzlich unser Charakter. Und die Empfehlung klingt sehr banal, besteht darin, ist aber nicht so leicht. Wenn du etwas nicht mehr machen willst, dann mache es nicht mehr. Und da wir selten von 0 auf 100 uns verändern können, ist die Empfehlung, wie bei der Rauchertherapie, also Antirauchertherapie meine ich, jeden Tag eine Zigarette weniger. Also wenn ich dazu neige, hektisch zu sein, dann muss ich halt damit anfangen, einmal am Tag mir 5 Minuten zu nehmen, wo ich mich dazu zwinge, alle Arbeiten sein zu lassen, mich auf den Sessel setze oder in den Sessel setze und 5 Minuten mal nicht arbeite. Das wird nicht sofort dazu führen, dass wir 5 Minuten im tiefsten Frieden verfallen. Aber wenn wir nicht anfangen, 5 Minuten mal den Griffel fallen zu lassen, kommen wir nie dahin, dass die Entspannung, das Loslassen zu einer Neigung wird. Also, je mehr du etwas tust, desto mehr
tust es. Das hat mir eine Freundin mal an meinen Computer gehängt, als ich mich beklagt habe, dass ich immer so viel Computer schreiben muss. Habe ich mir das immer angeguckt. Und irgendwann wurde mir klar, wenn ich nicht so viel Computer schreiben will, dann muss ich anfangen, nicht so viel Computer zu schreiben. Ist gut, gell? Ich finde die Buddhistin Lehren wirklich sehr praktisch. Der Punkt ist nur, man muss es tun. Darüber nachzudenken, kann bestenfalls eine Vorbereitung sein. Man denkt sich das mal alles durch, ja, leuchtet mir ein, klingt vernünftig. Aber dann muss man es tun, sonst funktioniert es nicht. Deswegen endet der Buddha seine Unterweisungen über die vier edlen Wahrheiten, über das Leiden und das Glück mit dem Pfad, mit dem Weg. Und da ist die Aufgabe, den Weg muss man gehen. Nicht darüber nachdenken. Als erster Schritt ist das in Ordnung. Aber wenn es dabei bleibt, oder Bücher über den Weg zu lesen, ist sehr beliebt bei uns. Ich lese jetzt erstmal noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch und noch ein Buch. Ja, ich empfehle immer, wenn man mich fragt, was für Bücher soll ich lesen. Ich lese immer die Bücher, die dir sagen, über Bücher erreicht man nichts. Das sind gute Bücher. Bücher, die dir sagen, du musst es ausprobieren, du musst es machen, das sind gute Bücher. Wenn sie dann noch dazu inspirieren, weil sie so geschrieben sind, dass wir Lust kriegen zu meditieren, dass wir gestärkt werden in unserem Wunsch, es auszuprobieren, sind es wunderbare Bücher. Es beschäftigt uns und kann deswegen, auch weil es unsere Gedanken bündelt, für eine Weile den Schmerz nicht spüren lassen. Das ist in Ordnung. Aber es wirkt nicht wirklich. Das Einzige, was wirkt, ist den Schmerz spüren, die Reaktionsweisen beobachten und wenn wir was anderes ausprobieren wollen, etwas anderes auszuprobieren. Jetzt, wie kommen wir dazu, dass diese Wunden heilen? Also wir haben jetzt erst einmal geguckt, woran leiden wir? Wie gehen wir mit dem Leiden um? Wie funktioniert das Festhalten? Durch Wiederholung zum Beispiel, durch dran glauben? Durch Festhalten an Vorstellungen, durch das Nicht-Merken, dass wir Vorstellungen haben, das Auflösen von Leiden beinhaltet all das, was ich jetzt schon gesagt habe, Vorstellungen registrieren, also erstmal Leiden wahrnehmen, die Vorstellungen, die Reaktionsweisen wahrnehmen, also Leiden wahrnehmen, die Reaktionsweisen wahrnehmen, die Vorstellungen registrieren und das Festhalten an den Vorstellungen registrieren. Das ist schon viel. Und dann gibt es einen Bereich, der uns unglaublich hilft zu heilen. Und der ist Freude erfahren. Und in der tantrischen Tradition des Buddhismus gibt es diese Formulierung Freude als Weg. Freude als Weg nehmen. Auch Verlangen als Weg nehmen, das ist eine Art bestimmte des Umgangs mit dem, was wir empfinden. Aber wenn wir jetzt das auf Freude beziehen, Freude als Weg, da heißt es, wir lernen einen geschickten Umgang mit Freude. Und Ayakema hat eine wunderbare kurze Zusammenfassung der verschiedenen Arten von Freude, die wir alle erleben, gemacht. Die ist nicht kanonisch, die steht nicht im Pali-Kanon und auch sonst in keiner Schrift. Sie hat die sozusagen selber systematisiert. Da gibt es Listen von 6 und von 7 und von 11 Arten von Freude. Und Ayakema hat 4 Arten von Freude zusammengefasst, die ich sehr hilfreich finde. Die erste Art von Freude, die wir alle kennen, sind die Sinnesfreuden. Angenehme Gefühle, die über die 5 Sinne, auch übers Denken, das ist ja bei den Buddhisten ein Sinn, entstehen, also angenehme Gefühle, die entstehen über die 5 Sinne oder über das Denken. Und die meisten von uns verbringen ihre ganze Zeit, ihre ganze Energie, das ganze Geld wird dafür ausgegeben, die ganze Intelligenz, die wir haben, wenden wir dafür auf, diese Sinnesfreuden zu kriegen und noch vielleicht ein paar angenehme Gedanken, wenn wir gerne denken. Der Buddhismus sagt jetzt, Chartrum,
wenn du dich ganz nur darauf konzentrierst und sagst, es gibt mehr. Manchmal kommt es so rüber wie, Sinnesfreuden sind schlecht. Man sollte sich das abgewöhnen, weil das lenkt ab vom spirituellen Weg. Das ist natürlich letztlich wahr. Aber so wie das, wie ich das verstehe, wie ich das von meinen Lehrerinnen und Lehrern gelernt habe, ist die Botschaft, es gibt mehr als nur Sinnesfreuden. Ich nenne die anderen, damit wir so einen bisschen Kontext sehen. Die zweite Art, oder die zweite Ebene von Freude, die wir auch alle kennen, ist das offene Herz. In den Lehren traditionell beschrieben mit den vier großen Haltungen. Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gleichmut. Und das wissen wir alle. In dem Moment, wo unser Herz aufgeht, weil wir eine Verbindung spüren, weil wir uns nicht abgeschnitten fühlen von allem, von den anderen, sondern eine Verbindung spüren, da geht es uns gut. Da geht es uns einfach gut. Und dieses Glück hat eine andere Qualität als die angenehmen Gefühle, die durch einen Sinnenreiz entstehen. Das ist nicht ganz so abhängig von außen. Es ist auch noch abhängig von vielen Faktoren, dass nämlich das Herz aufgeht, dass in unsere Persönlichkeitsstruktur irgendwas, dass in der irgendwas passiert, dass irgendwas aufgeht, irgendwas sich öffnet. Und wir alle erleben solche Momente und wir fühlen uns wohl dabei und dann geht's Herz wieder zu. Der Buddhismus sagt, wir können das schulen. Unsere Fähigkeit zu öffnen, uns zu öffnen, das Herz weit werden zu lassen, uns in Verbindung zu spüren, das können wir üben. Zum Beispiel, indem wir diese vier großen Gedanken kontemplieren. Mögen alle Wesen glücklich sein, mögen alle Wesen frei sein von Leid, mögen alle Wesen das höchste Glück erfahren, was es überhaupt gibt, was denkbar ist, das Glück der Befreiung. Und mögen alle in Gleichmut ruhen, ohne Anhaftung an angenehme Gefühle und ohne Abwehr gegen unangenehme Gefühle. Das kann man üben. Es gibt aber noch mehr Glück. Das war erst die zweite Art von Glück. Die dritte Art von Glück entsteht, wenn wir die zweite Art von Glück lange genug erleben, oder wenn wir die zweite Art von Glück erleben, können wir dabei bleiben. Das ist ja leicht, wenn es gut tut. Fällt es uns leichter, dabei zu bleiben. Und irgendwann können wir Sammlung entwickeln. Und das kennen wir auch alle vom Alltag. Sammlung, Konzentration. Wenn wir mit dem, der wunderbare deutsche Begriff lautet, wenn wir mit dem Herzen bei der Sache sind, dann entsteht ein Glück, was sehr, sehr wohl tut. Das Glück der Konzentration. Das ist die Erklärung der Buddhisten. Das Glück entsteht nicht durch den schönen Gedanken, den ich lese, bei dem ich bleibe. Das Glück entsteht nicht durch die Buddha-Figur, über die ich meditiere. Das Glück entsteht nicht durch die schöne Blume, die da blüht, oder durch den Sonnenuntergang oder durch die Sonne, sondern durch meine Konzentration darauf. Das ist die buddhistische Erklärung des Glücks, der Konzentration. Dass die Konzentration, die Sammlung, die Ausrichtung unserer Energie auf etwas Glück erzeugt. Und deswegen heißt es auch in den Unterweisungen zu Shamatha, zu meditativer Ruhe und Sammlung, wenn wir die vertiefen, wenn wir sie weiterentwickeln, bis zu einem Punkt, wo wir ganz und gar bei der Sache bleiben können, dass körperliche und emotionale, geistige Ekstase entsteht. Das macht einfach glücklich, Konzentration. Und dann, wenn wir gesammelt sind, konzentriert sind, bei der Sache sind, diese körperliche und geistige Entspannung dabei erfahren, dann ist Einsicht möglich. Das ist die vierte Art von Glück. Und der Buddhismus sagt, das ist die größte Art von Glück, die es gibt, wenn wir die Welt so sehen, wie sie ist. Und keine Angst haben mehr. Es könnte irgendetwas passieren, was ich nicht weiß. Sondern wenn wir die Welt einfach so sehen, wie sie ist, mit ihren, und alle Menschen, und die Situation so, wie sie sind, mit Vorteilen, mit Nachteilen, mit Stärken, mit Schwächen, stellen Sie sich mal vor, wir könnten uns so sehen, wie wir sind, ohne Angst, ohne Ansprüche, ohne den Wunsch, ich will aber jemand anders sein, ich will aber anders sein, ohne den Wunsch, ich muss aber jemand sein, ich muss doch irgendjemand sein, also ohne dieses ganze Drumherum von
sein wollen, haben wollen, Angst haben. Wenn wir die Welt, uns, die anderen, alle Situationen so sehen, wie wir sind. Sagen die Buddhisten, sagt der Buddha, das ist die größte Art von Glück, die es gibt. Das ist mit der Einsicht. Und jetzt gibt es einen wunderbaren Weg von den Sinnesfreuden zur Einsicht. Und das ist der geschickte Umgang mit den Sinnen. Und das ist eine ganz große Hilfe auf dem Weg zum Heilen von alten Wunden. Hilft uns auch zugleich, alte Gewohnheiten abzulegen und neue Gewohnheiten einzuüben. Heilsame, zum Heile führende, heilende Gewohnheiten. Das ist übrigens auch die buddhistische Definition von heilsam und unheilsam. Oder in unserer Sprache von gut und böse. Heilsam ist das, was Glück bringt. Und unheilsam ist das, was Leid bringt. Nix Moral. Wir merken das selber. Wenn es Heil bringt, wenn es Glück bringt, ist es heilsam. Und wenn es Unglück bringt und Leiden bringt, wenn es das Leiden verstärkt, ist es unheilsam. Also tun wir gut daran, das zu vermeiden, was zu Schmerzen führt, und das zu tun, was zu Glück führt. Dazu muss man allerdings hingucken und hinspüren. Sonst denken wir uns das nämlich alle aus, denken uns irgendwas aus, moralisches System, aus dem mangelnden Vertrauen in unsere Buddha-Natur, denken wir uns irgendwas aus, identifizieren uns mit den wunderbaren Lehren des Buddhismus und hauen die uns und den anderen um die Ohren. Das funktioniert überhaupt nicht. Ein bisschen schon stabilisiert kann man sich ethisch fühlen und gut und auf der richtigen Seite stehend. Aber es heilt nicht. Da werden die Wunden nur noch größer. Also ein geschickter Umgang mit Sinnesfreuden. Angenommen, ich möchte jetzt über beide Arten von Gefühlen, die angenehmen und die unangenehmen, reden. Angenommen, wir erleben was Angenehmes. Oder wie die Buddhisten sagen würden, es geschieht etwas, was bei uns angenehme Gefühle auslöst. Also nicht, die Blume ist schön und deswegen finde ich das angenehm, sondern aufgrund meiner Konditionierung, meiner Werte, meiner Vorerfahrung, meiner augenblicklichen Stimmung erzeugt diese Blume angenehme Gefühle in mir. So, angenehme Gefühle, jetzt haben wir sie endlich mal. Angenehme Gefühle. Was passiert dann? Normalerweise erwarten wir, dass die jetzt ewig anhalten. Ist doch klar, ist doch angenehm, soll immer sein. Das soll jetzt immer sein. Das heißt, es ist schon ein bisschen Angst drin, dass es wieder aufhört. Und schwupps, ist das angenehme Gefühl wieder weg und die Angst dominiert, dass es aufhört. Vielleicht ist die Erwartung da, das soll jetzt anhalten, die Freude. Ein Blick in deine Augen und ich bin glücklich. Und dann erwarte ich, wenn ich 10 Minuten gucke, eine Viertelstunde gucke, eine halbe Stunde gucke, dass ich immer glücklicher werde. Oder dass das Glück anhält und dann bin ich ganz enttäuscht, wenn nach 20 Minuten mir die Augen wehtun und ich dein Gesicht nicht mehr sehen mag. Oder mit dem Essen, das gleiche Geschichte. Ein Löffel, zwei Löffel, drei Löffel, 10 Löffel und dann wundere ich mich, warum die Suppe nicht mehr schmeckt. Oder die 5. Tasse Kaffee mich nicht mehr glücklich macht. Wenn wir erwarten, dass Sinnesfreuden anhalten, dauern, falsche Erwartung, sagt der Buddha. Angenehme Gefühle, die durch Sinnesfreuden entstehen, sind per Definition kurzfristig. Wenn ich erwarte, sie dauern an, lege ich oder schaffe ich die Bedingungen zum Leiden, weil die nicht andauern. Empfehlung, sei dir bewusst, angenehme Gefühle, die durch Sinneseindrücke und durch Denken ausgelöst werden, sind kurzfristig. Genieße sie, erwarte aber nicht mehr davon als kurzfristige angenehme Gefühle. Wenn ich jetzt mehr davon erwarte und denke, die sollten anhalten, der schöne Klang oder der Klang, der angenehme Gefühle erweckt, die Ansicht, die angenehme Gefühle weckt, der Geruch, der Duft, der angenehme Gefühle weckt, der Geschmack, der angenehme Gefühle weckt, der schöne Gedanke, der angenehme Gefühle weckt, die sollen jetzt dauern. Festhalten. Angst, oh Gott, das hört gleich wieder auf. Oh, hoffentlich hört es nicht gleich wieder auf. Die Musik ist so schön. Hoffentlich hört es nicht gleich wieder auf. Die Situation ist jetzt so wunderbar. Wir sind so harmonisch miteinander. Hoffentlich hört es nicht wieder auf. Hoffentlich streiten wir uns nicht gleich wieder.
dieser Sonnentag ist so schön, hoffentlich regnet es nicht gleich. Ja, das ist ungeschicktes Umgehen mit angenehmen Gefühlen. Erwartungen, sie sollen dauern. Angst, dass sie aufhören. Und dieses Erwarten, dass sie dauern, äußert sich manchmal auch so, mehr davon, noch mehr davon, noch mehr davon. Also diese Gier nach mehr. Der Buddha sagt, das ist sehr ungeschickt. Das ist ein unweiser Umgang mit angenehmen Gefühlen, der nur zu Leid führt. Und ich meine, wir lassen das besser. Oder die Empfehlung wäre, lass das, denn es führt zu Leiden. Jetzt gibt es einen geschickten Umgang mit angenehmen Gefühlen. Und das normalerweise bringen sie zwei Begriffe. Das eine ist Dankbarkeit. Wie schön, dass die Bedingungen zusammenkommen, dass mir die Suppe schmeckt. Wie schön, dass meine innere Stimmung, meine Werte, die ich habe, meine Konditionierungen und dieser äußere Aufhänger, diese Suppe, dieser Sonnenschein, diese Person, so zusammenpassen, dass ich jetzt angenehme Gefühle habe. Wie wunderbar, ich weiß ja eh nicht, warum das so ist. Es werden ja so viele Faktoren, mit die ich nicht kenne. Einfach Dankbarkeit, dass es jetzt so ist. Und eine unserer Lehrerinnen hier in München und Jägernorf, Anne McNeil, hat uns immer empfohlen, wann immer wir was Schönes essen, sollen wir sagen oder denken. Und wenn es das letzte Mal ist, dass ich so etwas Schönes esse, ich freue mich darüber, dass es das gibt und dass ich das jetzt genießen kann. Wenn es nie wiederkommt, ist in Ordnung. Also Dankbarkeit. Und Lama Sopa ist ein großartiger Lehrer, der uns beibringt, wie wir Dankbarkeit entwickeln können. Wer dieses Essen produziert hat und wer die Sachen auf dem Markt eingekauft hat und wer sie angebaut hat und wer die Eltern derer waren, die das jetzt anbauen. Und so kann man einen Essenssegen auf 30 Minuten ausdehnen. Das Essen wird kalt, aber die Dankbarkeit wird immer äußern. Das Gleiche, was wir anhaben, wo wir sind, also ich glaube, die Ati-Leute wissen, wie viel Energie in diesen Räumen steckt. Vom Suchen, vom sich durchringen, sie zu mieten, zum Verhandeln mit den Handwerkern und so weiter. Also da kann man Dankbarkeit entwickeln, dass all diese Bedingungen zusammengekommen sind, dass wir heute Abend hier sitzen können. All die Lehren, die wir gehört haben, dass wir heute Abend offen sind für das, was hier geschieht. Es ist unglaublich, was da alles mitgewirkt hat. Und da ist dann Dankbarkeit leicht. Also, erste Empfehlung zum Umgang mit angenehmen Gefühlen, Dankbarkeit. Und dann ist der Sprung in die zweite Art von Glück, da geht ihm das Herz auf, wenn man dankbar ist. Sehr leicht. Zweite Empfehlung, Liebe. Angenommen, ich genieße diesen Anblick der Blumen. Mögen alle Lebewesen etwas sehen, was ihnen Freude macht. Wenn ich ein schönes Essen habe, mögen alle, die Hunger haben, etwas zu essen bekommen, was ihnen schmeckt. Wunderbar. Plötzlich geht's Herz auf. Wir merken, andere Wesen haben auch Hunger, andere Wesen haben auch ästhetische Empfindungen, andere Wesen haben auch Wünsche und Sehnsüchte und Bedürfnisse. Und so können wir, wenn wir angenehme Gefühle erfahren, durch diese beiden ganz einfachen Einstellungsübungen, durch diese ganz einfachen Übungen von Dankbarkeit und Liebe, diesen Wunsch zu teilen, dieses Glück größer machen. Dann schlägt es nicht um in Leid, hoffentlich hört es nicht gleich wieder auf, mehr, mehr, mehr. Schlägt nicht um in Angst, in unangenehme Gefühle, sondern wird mehr. Einfach entsteht mehr Freude. Und das ist einfach, das ist nicht kompliziert, da muss man nicht 23 Bücher lesen und 17.000 Unterweisungen empfangen, dass wir, wenn wir angenehme Gefühle empfinden, üben, mögen alle dieses angenehme Gefühl, was ich jetzt gerade habe, empfinden. Oder, da wird man dann ganz kreativ, mögen alle dieses angenehme Gefühl, was ich jetzt erlebe, erfahren. Und noch viel mehr. Mögen alle 10.000 Mal mehr Freude erfahren, als ich jetzt bei diesem Essen habe. Da wird man ganz kreativ und das Herz geht auf. Und schon sind wir in der zweiten Ebene. In der zweiten Art von Glück, wo das Herz aufgeht, weil wir unsere Verbindung zu anderen spüren. Und eine ähnliche Empfehlung wird gegeben, wenn wir unangenehme Gefühle haben. Angenommen, ich habe Zahnschmerzen. Angenommen, mein Auto kommt nicht durch den TÜV. Angenommen, ich stecke im Stau. Angenommen, der Zug fährt mir vor der Nase weg. Es wäre mir heute fast passiert. Ich kam eine Minute vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof zu.
hechelte die Treppen hoch, stieg ein und er fuhr los. Die 10 Minuten davor waren nicht so angenehm. Weil die Konditionierung, sich aufzuregen, wenn man unter Zeitdruck ist, bei mir sehr stark sind. Ja? Gut, unangenehme Gefühle. Wie gehen wir damit um? Normalerweise wehren wir ab. Wir können eine Übung machen. Wie reagiere ich normalerweise? Empfehlung: öffne dein Herz für andere Menschen, die jetzt im gleichen Moment auch Leiden erfahren. Also ich habe dann gedacht, oh Gott, wie viele Leute haben jetzt in diesem Moment den Zug verpasst. Die haben ihn tatsächlich verpasst. Ich bin nur reingekommen. Und dann dann kann man das so formulieren, wie einem das eben entspricht: mögen alle, die jetzt unter dem gleichen Problem leiden wie ich, frei davon sein. Mögen sie geschickt damit umgehen. Mögen sie kein Theater draus machen. Also da gibt es natürlich Empfehlungen aus den Lehren. Also die traditionelle Unterweisung wäre: mögen alle Wesen frei sein von diesem Leiden. Aber ich formuliere oft: mögen sie alle geschickt damit umgehen, wenn der Zug ihnen vor der Nase wegfährt. Mögen sie sich nicht aufregen. Das ist wunderbar. In dem Moment ist plötzlich der Schmerz nicht mehr so groß, weil wir den Schmerz auch von anderen empfinden, weil wir unseren Horizont ausweiten von ich habe hier Schmerzen, ich leide, auf es gibt auch noch andere, die leiden. Und plötzlich wird uns auch klar, dass andere noch viel mehr leiden. Also heute, ich habe den noch gekriegt, andere haben den Zug verpasst. Ja, auch wieder Dankbarkeit, dass ich ihn gekriegt habe. Das ist ja auch eine Empfehlung, auch eine Übung. Aber wann immer wir unangenehme Gefühle erfahren, können wir unseren Blick auf die anderen Menschen oder Lebewesen richten, jetzt in diesem Fall erstmal Menschen, die unter dem gleichen Problem leiden und wünschen, dass wir alle frei sind davon. Das gibt so viele Gedanken, die dadurch angeregt werden und so viele Einstellungsveränderungen, die dadurch angeregt werden. Beispielsweise, wenn ich denke, möge ich frei sein von diesem Leiden, mögen alle frei sein von diesem Leiden unter wenig Zeit auf dem Weg zum Zug zu leiden, dann öffne ich mich der Möglichkeit, dass man frei werden kann von diesem Leiden. Während ich normalerweise denke, da muss man leiden und dieses Leiden ist ewig. Denn jedes Mal, wenn wir leiden, rechnen wir das ja sozusagen hoch auf immer. Jetzt fährt mir der Zug vor der Nase weg. Es ist ja schrecklich. Natürlich denken wir so nicht, aber wir empfinden in dem Moment so, als ob uns alle Züge der Welt vor der Nase weggefahren wären. Und wir nie wieder einen Zug kriegen könnten. Also beim Zug ist es vielleicht nicht so schlimm, aber wenn wir eine Trennung erfahren, dann erleben wir oft dieses Gefühl, ich werde nie wieder eine Beziehung haben. Es ist ganz furchtbar. Arbeitslos, ich kriege nie wieder einen Job. Es ist ganz furchtbar. Das heißt, wir rechnen das hoch auf immer. Ich werde nie wieder genug Geld haben. Ich werde nie wieder richtig Urlaub machen können. Ich werde nie wieder Zeit für mich haben, Mütter mit kleinen Kindern. Und die Übung, möge ich frei sein von diesem Leiden. Mögen alle frei sein von diesem Leiden. Mögen wir geschickt mit diesem Leiden umgehen, dass wir dadurch das Leiden nicht noch vergrößern, sondern verringern. Öffnet unseren Geist für die Möglichkeit, anders mit diesem Leiden umzugehen. Öffnet unseren Geist für die Möglichkeit, dass sich das auch wieder ändern wird. Das ist wunderbar. Es öffnet unser Herz für andere und unsere deutschen Sprichwörter bieten da sehr oft ganz hilfreiche Anregung. Wir sagen doch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn man das jetzt im Mahayana-Sinne weiterspinnt, wenn ich mein Leid, was ich jetzt gerade habe, mit allen Wesen teile, bleibt nichts mehr. Mit 2 ist es die Hälfte, mit 3 ist es ein Drittel, mit 4 ist es ein Viertel. Wenn ich mit allen Wesen teile, da bleibt wirklich nichts mehr übrig vom Leid. Allerdings erfordert diese Einstellungsveränderung Übung. Das heißt, es nützt nichts, wenn wir denken, ach, das ist eine gute Idee. Wirklich, ist toll, Mitgefühl für alle, wenn ich leide. Echt gut. Wir müssen es machen. Wir müssen, wenn wir leiden, irgendwann anfangen, das zu üben. Mögen alle frei sein von diesem Leiden. Alle, die jetzt in diesem Augenblick an diesem Problem von Stress und keine Zeit und dies und das leiden, mögen sie jetzt in diesem Moment frei davon sein.
Und wenn wir das oft genug üben, wird es Teil von unserem Denken. Dann halten wir nicht mehr so fest. Dann verarbeiten wir unser augenblickliches Leiden. Dann haben wir nicht mehr so viel alte Wunden. Und wenn wir leiden, was wir natürlich immer wieder werden, solange wir Menschen sind, haben wir angenehme und unangenehme Gefühle, wir gehen wenigstens geschickt damit um. Und machen aus dem unangenehmen Gefühl, was immer wieder entstehen wird, nicht, wie Ayakema sagt, Doppeldukkha, doppeltes Leiden, sondern wir wandeln es um in Glück. Lama Sopa spricht oft davon, wie man Leiden in Glück verwandeln kann. Nämlich, indem man geschickt mit Leiden umgeht. Und eine ganz einfache, geschickte Art, mit Leiden umzugehen, ist, wenn ich leide, mein Herz zu öffnen für andere, die auch leiden, und uns, das ist die erste Ebene, uns erstmal zu wünschen, möge ich und du, mögen wir alle frei sein von diesem Leiden. Und wenn wir davon nicht frei werden können im Moment, mögen wir wenigstens geschickt damit umgehen, dass wir das Leiden nicht vergrößern, sondern verringern. Und wenn wir das üben, entsteht Mitgefühl. Irgendwann wird es lebendig. Schon erfahren wir die zweite Art von Glück. Liebe, Mitgefühl. Und wenn es den anderen gut geht, können auch Mitfreude empfinden. Und wenn wir geschult sind, in darin angenehme und unangenehme Gefühle kreativ zu verarbeiten, nämlich mit Liebe und Mitgefühl, entwickeln wir mit der Zeit Gleichmut. Weil uns da nicht alles furchtbar irritiert, wir himmelhoch jauchzen sind, wenn die Sachen gut laufen und alles übertreiben und hysterisch werden und Riesenreden schwingen darüber, wie toll alles ist. Und wenn dann die Sachen nicht gut laufen, in den Keller fallen und dramatisieren und jammern und Theater machen, sondern wir empfinden mit der Zeit Vertrauen. Ich kann mit angenehmen Gefühlen geschickt umgehen. Ich kann mit unangenehmen Gefühlen geschickt umgehen. So what? Dann entsteht Gleichmut, nicht Gleichgültigkeit. Da sind wir nämlich nicht zu. Das ist ein Riesenunterschied zu dieser einen Strategie, mit Leiden umzugehen, nämlich sich zuzumachen. Das ist Gleichgültigkeit. Ich versuche gleichgültig zu sein, ich baue eine Mauer, ich friere meine Gefühle ein, ich will nichts mehr fühlen. Gleichmut steht in Verbindung mit Liebe, mit Mitgefühl, mit Mitfreude, also mit Freude, mit Einfühlungsvermögen, mit Offenheit und bedeutet, dass wir bei uns bleiben, ob es gut läuft oder ob es schlecht läuft, weil wir darauf vertrauen, dass wir damit umgehen können. Es gibt natürlich noch viele, viele, viele andere Übungen, die wir kennenlernen können, aber für meinen Teil, je länger ich mich mit den Lehren beschäftige, und je länger ich versuche, es im Alltag umzusetzen, desto einfacher werden meine Übungen. Und desto mehr beziehe ich mich auf die aller einfachsten Grundlagen, nämlich Leiden wahrnehmen, die Ursachen von Leiden, meine Vorstellungen zu registrieren, mein Festhalten daran zu registrieren, eine kleine Sekunde loszulassen und mal ein bisschen länger loszulassen. Das heißt auch, frei sein von Vorstellungen und Festhalten zu erfahren. Und ansonsten zu üben, wenn unangenehme Gefühle kommen, aufkommen, zu sehen, das gehört zum Leben dazu. Und dann Mitgefühl zu entwickeln, mit allen, die unter den gleichen Problemen leiden, mir zu wünschen, dass wir frei davon werden. Und wenn angenehme Gefühle kommen, sie nicht sozusagen kaputt zu machen, indem ich Angst kriege, dass sie aufhören, oder indem ich immer mehr haben will, sondern angenehme Gefühle zu nutzen, um eine Verbindung zu anderen zu spüren und allen dieses Glück zu wünschen, was ich gerade erfahre. Sei es das Glück der Sinne, sei es das Glück des offenen Herzens, sei es das Glück der Sammlung, sei es das Glück der Einsicht. Und das heilt. Das heilt. Da ist Einsicht dabei, sehen, was ist. Und da ist die Schulung in Freude dabei, die einen wunderbarer roter Faden hin zur Buddha-Natur ist. Denn das ist eine Erklärung, wie Freude funktioniert. Ich hatte einen anderen Aspekt der Gegenwärtigkeit erwähnt. Und der andere Aspekt ist, dass wir diese grundsätzliche Fähigkeit zur Freude in uns tragen. Das ist Buddha-Natur. Klarheit,
Liebe, oft manchmal sagen wir Liebe, Weisheit und Kraft. Ja, also die Fähigkeit zur Verbindung mit anderen, der Zuneigung, die ist da, jetzt. Es ist Einsicht da, Weisheit und die Kraft, etwas zu tun mit dieser Einsicht und mit dieser Liebe. Also das umzusetzen in mitfühlendes, liebevolles Handeln. Und das ist alles jetzt da und ist nur überlagert durch Vorstellungen, Festhalten, aufgeregte Emotionen und konditioniertes Verhalten. Ja, und der Weg besteht darin, dass wir üben, 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 üben. Sie kennen sicher alle die wunderbare Karte. Erste Zeile üben, Erstklässlerschrift. Zweite Zeile üben, Zweitklässlerschrift. Dritte Zeile üben, erwachsene Schrift. Das ist es, Übung. Und das ist auch der Sinn des Wortes Praxis, was oft verwendet wird. Ich finde eigentlich Übung besser. Praxis klingt so nach Zahnarztpraxis oder Praxis im Gegensatz zur Theorie. Ja. Übung. Wir üben, wach zu werden. Wir üben, unser Herz zu öffnen. Wir üben Dankbarkeit. Wir üben Einfühlung. Wir üben Achtsamkeit. Und es weist auch darauf hin, dass wir noch keine Weltmeisterinnen und Weltmeister darin sind. Dass auch niemand das von uns erwartet. Übung. Wir üben. Wir gehen den Weg und wenn wir einmal am Tag erinnern, dass wir mit angenehmen Gefühlen, mit Liebe und Dankbarkeit umgehen können und einmal am Tag daran denken, bei unangenehmen Gefühlen Mitgefühl zu entwickeln, wunderbar, hat sich unser Leben schon verändert. Und je mehr wir das tun, desto mehr tun wir das. Und damit wir es wirklich tun, können wir gleich eine Übung anschließen, aber erstmal haben wir eine kleine Pause. Strecken und recken uns ein bisschen. Alles, du darfst auf den Knopf drücken. Vielleicht wach zu bleiben, aber auch sich zu entspannen. Und im Allgemeinen wird empfohlen, dass das Gesäß ein bisschen höher ist als die Knie. Das entlastet den Rücken. Und wenn beide Beine auf der Erde ruhen, also auch die Knie auf der Erde sind, gibt es ein Gefühl von Stabilität. Und immer, wenn der Körper nicht stabil auf der Erde ruht, sondern wackelt, dann kann man innerlich nicht wirklich ruhig werden. Von daher ist es sehr hilfreich, also auch ein bisschen zu experimentieren mit dem Sitzen, bis der Sitz so ist, dass wir sitzen wie ein Berg. Ganz stabil. Wie ein großer Berg gegen einen kleinen Wind, sagt Meister Eckhart, ein wunderschönes Bild. Das ist auch eine wunderbare Übung, wenn wir nicht gut meditieren können, weil wir aufgeregt, verwirrt, durcheinander, müde sind. Einfach nur 10 Minuten sitzen wie ein Berg. Aufrecht, würdig, stabil. Das ist schon eine Yoga-Haltung, die heilt. Selbst wenn der Geist im Viereck springt. Hat das Lama Yeshe empfohlen. Wenn ihr in der Stadt lebt und viel arbeitet und nicht meditieren könnt, setzt euch trotzdem jeden Tag 10 Minuten einfach nur in diese Haltung hin. Sitzen wir in Berg, das heilt, das tut gut. Und mit der Zeit können wir dann auch ein bisschen Ruhe finden. Und wir können für einige Momente die Bewegungen spüren, die der Atem im Körper in Gang setzt. Und zwar da, wo wir den Atem am besten spüren können, sei es im Bauchraum, wo die Bauchdecke sich hebt und senkt, sei es im Brustraum, Oberkörper, der sich weitet und zusammenzieht durch das Atmen. Sei es, dass wir den Atem gut an der Nasenöffnung spüren können, wo der kleine Luftzug eintritt und wieder austritt. Es reicht, wenn wir 20-30% der Aufmerksamkeit auf den Atem richten, insbesondere auf das Ausatmen und ansonsten so entspannt wie möglich sind.
20 Minuten zur Verfügung haben, ist es ganz hilfreich, die ersten 5 bis 10 Minuten ganz einfach den Atem zu spüren. Die Atembewegung begleiten mit der Aufmerksamkeit. Es ist besonders hilfreich, wenn wir einen sehr abwechslungsreichen Tag hinter uns haben oder eher unruhig sind. Wenn wir weniger Zeit zur Verfügung haben, machen wir das eben 2-3 Minuten. Und heute Abend machen wir es ganz kurz. Und dann können wir eine Situation erinnern von heute, von gestern, wo wir uns unwohl gefühlt haben, irritiert waren, uns geärgert haben, enttäuscht, traurig. Und wir erinnern so viele Einzelheiten, wie wir brauchen, um diese Situation so lebendig wie möglich zu erinnern. Das Gefühl des Unwohlseins zu spüren. Schauen wir, wie habe ich reagiert auf dieses Nicht-Wohl-Befinden, auf diese Irritation? Wie habe ich reagiert? Niedergeschlagen? Hab ich gejammert? Immer ich. War ich wütend? Habe ich nach Schuldigen gesucht? Habe ich das Problem, die Irritation weg erklärt? Ist alles nicht so wild? Ist heruntergespielt? Ein Drama daraus gemacht? Hatte ich einfach diffus Angst, es nicht zu schaffen? Was auch immer. Schlechtes Gewissen. Habe ich zugemacht, mich verschlossen, Gefühle abgeschnitten? Gegessen, getrunken, geraucht, mich abgelenkt durch etwas anderes. Wie habe ich reagiert? Hatte ich Vorwürfe gegen mich selbst erhoben? Mich innerlich beschimpft? Dass ich in so eine Situation gerate? Und jetzt können wir ein anderes Verhalten ausprobieren. Wir können Mitgefühl entwickeln. Möge ich, mögen alle, die dieses Problem erleben, frei davon sein, geschickt mit solchen Situationen umgehen.
können diesen Satz in unseren eigenen Worten, diesen Gedanken, ein paar Mal wiederholen, bis wir ihn ein bisschen spüren, die Verbindung zu anderen spüren. Mögen wir alle, die wir dieses Problem jetzt erfahren, frei sein vom Leiden daran. Mögen wir geschickt damit umgehen, mit diesem unangenehmen Gefühl, sodass das Leiden weniger wird. Und dann können wir die Aufmerksamkeit etwas lockern, lassen die Übung aber noch nachklingen. Wenn nötig, können wir uns etwas bewegen. Habt ihr noch Energie für eine zweite kleine Übung oder reicht's? Bringt es unangenehme Gefühle, wenn wir weitermachen? Gut. Aber noch mal ein paar Minuten nur. Schaut, wie ihr das in der Haltung findet, wo ihr aufrecht, stabil und entspannt sitzt. Und erinnert an eine angenehme Situation von heute, von gestern. Eine Situation, wo ihr euch wohl gefühlt habt. Erinnert so viele Einzelheiten, wie ihr braucht, um dieses Gefühl des Wohlbefindens zu spüren. Fragen wir uns, was für eine Freude war das? Waren das angenehme Gefühle vermittelt durch die Sinne oder das Denken? Ein Moment der Offenheit.
Gefühl der Verbundenheit mit den anderen. Ein Moment der Sammlung, der Konzentration. Ein Moment der Einsicht. Und dann fragen wir uns, wie bin ich mit diesem Moment des Wohlbefindens umgegangen? Wie habe ich darauf reagiert? War dein Wunsch nach mehr, mehr, mehr davon? War da eine leise Angst? Hoffentlich hält es.